Einen wunderschönen guten Tag erlaube ich mir zu wünschen. Wer es durchgehalten hat, hat jetzt tatsächlich vorher noch das Video gesehen, das Spoiler-Video, was alles so Neues kommt. Und wer es nicht gelesen hat und auch nicht gesehen hat, der wird sich jetzt mit mir drauf freuen, Dinge zu entdecken. So, ich bin jetzt hier schon wieder nicht da, wo ich wollte. ja, was soll's, komm. Wir rennen gleich mal los. Pfeif auf die Ernte. Wir rennen gleich mal los. So. Ich habe was über Shops gelesen. Ich habe nur keine Ahnung, wo die sind. Und ich denke mal, auch auf dem eigenen Plot, sollte man dann mal auf sein Schild gucken, dass man sein eigenes Gebiet jemandem zur Verfügung stellen kann. Aber das mache ich später. Merkwürdige Dinge stehen bevor. Achso, gut. Schanzen. So, ich wollte mal gucken, wie viel der Knüffel hier kostet. Och, 1275 geht noch. Das ist geil. Okay, wie sehe ich damit aus? Oh. Oh. Das ist ja mal scharf. Oh. Das ist gefährlich. Das gefällt mir. Also, da wüsste ich gar nicht, welche Farbe noch. Also, ja, ne? Ich wüsste gar nicht, welche Farbe mir da noch am besten gefällt, weil... Ja, leckgeil. Hat was. Hat was. Da haben sie sich wirklich was einfallen lassen. Das gefällt mir. So. Das da soll der schwarze sein. Jetzt sehe ich erst, der ist ja bräunlich da hinten am Poppes. Und... Ansonsten, warum zum Geier sieht man die Viecher nicht alle? Ah, hier. Okay, Kupfer mit Grün. Ja, ich meine, Patina. Weiß ich nicht. Der ist auch knuffig, silbrig. Oh, goldig. Fünf Stück waren es, ne? Ja. Also, ich finde ihn süß, aber ich finde jetzt nicht einen, der mir so wahnsinnig ins Auge springt, dass ich sagen würde, will ich sofort haben. Also das Outfit, muss ich gestehen. Finde ich schon geil. Aber wie gesagt, ich habe schon einen Haufen Kohle hier reingestopft. Erst nächstes Jahr sozusagen wieder, weil jedes Jahr habe ich bis jetzt das ins Spiel gesteckt an Geld, was ich es als wert empfinde. Und deswegen nächstes Jahr vielleicht dann nochmal. Wenn ich bis dahin halt nicht noch ein geileres Outfit sehe. Aber wie gesagt, ich kleide mich ja, ne, sehr dezent. Ich habe den Pyjama an. Oh, ich habe mich danach gesehnt, mit dir zu reden. Jeden Tag stehe ich vor der schwierigen Entscheidung, was ich Gina zu Abend kochen soll. Vielleicht reicht heute Pilzsuppe? Falls du dich fragst, was mit der Kartoffel gemacht habe, die du mir gebracht hast, frag bitte nicht. Die Angelegenheit ist privat. Gina erwähnte einen Fisch namens Sonnenbarsch, den sie gerne näher untersuchen würde. Unter uns gesagt, handelt es sich dabei um nichts Besonderes. Aber ich denke, Gina sollte das am besten selber lernen. Watch out for my Gina, would you? Ja. Pass auf meine Gina auf. Witzig, da hinten rennen sie rum, obwohl die Wand eigentlich... Na egal. Wenn man sie sich selbst überlässt, freuen sich die Menschen mit den Einheimischen... Oh, tut mir leid, ich habe die angehört, mir selbst zu reden. Du kannst ein Exemplar des Bibliotheksschlüssels behalten, wenn du möchtest. Hegler hat herausgefunden, wie man seine Effekte duplizieren kann. Ich kann also jederzeit hinein. Außerdem ist es schön, dass es einen Ort gibt, an dem wir beide einfach mal abhängen können. Du bist die ganze Zeit am Arbeiten. Was heißt bei dir abhängen? Es ist so schwierig, Hegler etwas zu schenken, das sie wirklich mag. Immer wenn sie um ein Geschenk bittet, ist es etwas, das mir gefallen würde.
Aber ich habe sie dabei erwischt, wie sie Lotusblumen anstarrt, wenn wir beim See sind. Vielleicht mag sie die. Hatte ich ihr da nicht welche auch gegeben? Waren wir nicht schon so weit oder habe ich das schon wieder vergessen? Nee. Ach so, weil. Hä? Ach so, Quatsch, Blödsinn. Was rede ich denn da für ein Humbug? Humbug! Ich habe ja am Montag gar nicht gespielt. Ich habe ja. Ich habe ja mit Future gezockt. Der gute Six war leider internetlos. Deswegen haben wir zu zweit nur rumgealbert. Hallöchen. Ich kann dir zwar nicht sagen, warum ich das letzte. Ich kann dir zwar nicht sagen, warum ich das jetzt frage, aber hast du Angst vor der Dunkelheit? Diese Frage war jetzt nichts Gutes. Ja, nein, das kommt drauf an. Und du kannst mir jederzeit Bescheid sagen, wenn du umkehren möchtest. Wie umkehren? Wohin? Umkehren. Hä? Lass mich aber unterwegs nicht allein, hörst du? Weißt du, ich bin auf der Suche nach einem Riesengoldfisch für meinen Teich. Mir tun die armen Tierchen leid, die mit all dem Dreck im Smaragdsee gefangen sind. Unter uns gesagt, früher war das Wasser im See glasklar. Kaleri denkt, dass sich das Wasser durch eine neue Algenart verändert hat. Aber ich glaube, dass der Orden seine magischen Opfer dort entsorgt. Opfer. Ja, frei von Lesefehlern, ne? Also. Yikes. So, dann gehen wir mal die ganzen Shops hier ab. Weil ich ein hübsches Häuschen für den Garten gesehen habe. Und yay! Okay, ich habe natürlich nicht genügend Kohle, weil ich letztens jede Menge auf den Kopf gehauen habe. Aber laut Grimalkins gibt es nichts Schöneres auf der Welt, als sich in einem Sonnenstrahl auszustrecken und den Tag auszuschlafen. Mit riesigen Fenstern und einer Glasdecke maximiert sich dieser Wintergarten die Fläche deines Sonnenstrahls. Okay. Ach, ich hätte ja gerne getestet, ob man tatsächlich, ne, ob das im Grunde genommen uns den Garten erweitern würde. Aber das, was ich gesehen habe, lässt mich vermuten, dass man da nichts anpflanzen kann, sondern nur Dinge hineinstellen. Aber immerhin, immerhin. Also, hübsch, hübsch. Sehr hübsch. So, kaufen wir mal irgendeinen Kram. Das da. Gibt es jetzt endlich mal Salatsamen oder so? Nö, immer noch nicht. Und da unten soll ein neuer Tisch stehen. Anscheinend sind wir zu viel immer da unten. Und ja, also sagen wir mal so, ich finde es eigentlich ganz gut, dass die Tische immer ganz belegt sind, weil wenn es nur drei sind, dann müssen die immer warten. Das finde ich nicht so geil. Finden die Leute bestimmt auch nicht so geil. Oh, 98 Palianer vor mir. Upsi. Upsi. Es wäre nett, wenn man dann sozusagen vor der Tür sieht, wie viel da sind. Wow, 98. Okay, aber es scheint doch nicht so lang zu dauern, weil es ist jetzt weggegangen. Warum erzählst du es mir dann, ne? Warum willst du mich so schocken? Achso, warte mal. Gibt's hier irgendwas Neues? Ah, die Kohle. Kleiner Piratenmünzstapel. Und großer Piratenmünzstapel. Sehr schön. Das ist ja knuffig. Also oft nehmen wir mal den kleinen mit, weil ich habe ihn nicht bäckelt. So, haben wir da irgendwas Neues? Nee, aber das sieht so geil aus. Das sieht so geil aus. Okay, da ist nichts Neues. Sehr schön. Hier ist der Tisch. Ah, da hinten ist einer. Ah. Das ist im Gange. Okay, ist hier irgendwo. Oh. Oho. Sommerstreifen, Zitronentee. Da kann man auch direkt hinstellen. Das ist ja cool. Das ist ja fein.
Und die Bar. Cool. Das ist fein, 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 fein. Gefällt mir. So, und was ich noch gelesen habe, was mich ehrlich gesagt sehr interessiert, dass die beim Spawnen der Tiere irgendwas geändert haben. Also mehrere Dinge sogar. Und das würde ich jetzt tatsächlich mir angucken wollen. Aber vorher hole ich mir noch so ein Lotus. Steht da jemand? Ach nee, das ist ein Vieh. Ich dachte eben, da steht irgendjemand mit einer neuen Klamotte. Wieso ist meiner schneller als ihre? Ah, okay, doch nicht. So, wenigstens ein bisschen hat sie jetzt als Boost. Dum, 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 dum. Weiß ich auch, warum ganz am Anfang vom Spiel so viele Leute einfach so durch die Gegend gehopst sind. Ich dachte immer, da ist doch nichts. Wo hüpft ihr denn da rum? Aber anscheinend muss ich das irgendwie übersehen haben, dass die über Loot gehüpft sind. Wie die Laubfrösche. So, und die Uhrzeit. Ja, da oben ist er. Mein Schnuggi-Putz. Diese Töpfe hier, waren die schon immer da? Weiß nicht, die sind so hell. Oh, ich habe mich nach unserem Zusammensein gesehnt. Menschen sind zugleich uralt und ganz neu. Faszinierend. Hallo Sally, ich bin bereit, mit dem Flirten zu beginnen. Magst du es, wenn wir miteinander flirten? Oh, ich genieße alle unsere Unterhaltungen. Seitdem ich dich getroffen habe, habe ich viel gelernt, Sally. Sehr knuffig. Oh, was ist denn los? Wenn ich nicht angle, erfüllt mich eine große Sehnsucht. Das geht allen Galdors so, wenn sie ihr Einssein nicht erleben. Ich könnte ein paar Würmer gebrauchen, wenn du welche übrig hast. Aber sowas von. Vielen Dank für die Fischnährstoffe. Damit werde ich viele schöne Chems anlocken können. Oh. I feel suboptimal without you. Ich fühle mich suboptimal. Ey, habe ich meinen Loot vergessen? Nicht jetzt? Wie hab ich denn das hingekriegt? Geil. Ach, die habe ich auch nicht eingetütet, sehe ich gerade. Wow. So viel zu einfach mal drüber hüpfen, ne? Das geht ganz flott, das Looten, ja. Ja. Nein. Was? Vielleicht mag ich auch nur die Aufmerksamkeit. Okay. Wer nicht, hä? Ich wollte
noch hinter. Ja, hinter Sikis Laden wollte ich noch gucken. Weil normalerweise ist ja, wenn irgendwelche saisonalen Dinge sind, also Events, sind ja normalerweise dort hinten die Kisten bzw. die Kassen. Oder Kasse, eher gesagt, ist ja dann aktiviert. Deswegen gucken wir mal, ob hier irgendwas ist. Aber nö. Hier ist nix. Was schwimmt denn da heute rum? Ein Drache. Okay. Die Bahari-Bucht war jetzt. Die Bahari-Bucht, die. Der Messeplatz war auch nicht aktiviert, ne? So, warte mal, ich gehe noch nach Dingen hier gucken, ob da vielleicht was Neues. Nee. Da nichts. Okay. Hier soll mal Pekins pintet hin, ne? Oder Pferdchen oder irgend sowas. Unterhalte mich. Hoffentlich hast du was Interessantes zu erzählen. Hier ist mal wieder tote Hose. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal nachts die Bestie des Holunderwalds sehe. Ich weiß, dass wir nicht im Holunderwald sind, aber auch Tiere haben Beine. Wenn du eine blau geborstete Mujin-Mähne bekommst, lass es mich wissen. Ich möchte Jell beauftragen, eine neue Aufmachung zu entwerfen und ich denke, die Mähne wird echt krass aussehen. Naja, ich hoffe auch, dass ich nicht abgemurkst werde. Danke. Die ist so irre. Le petit mort, ne? Der kleine Tod, alles klar, alles klar, alles klar. So. Und zwar hat ja hier immer diese Kiste gestanden. Ja, Kleidung an dann. Okay, das ist keine Kiste mehr, das ist jetzt ein. Ja, hier mitten an der Kiste auch umziehen, ist ein bisschen, ne? Also. Sa-sa-sa. Sa-sa-sa-sa-sa. Ich gehe erstmal meine Blumenrunde. Blumenrunde ist noch das Wichtigste. Da kann man immer noch gucken, was da für ein Viehkram rumrennt. Angeblich sollen die ja nicht so oft sich dann wegteleportieren. Wir könnten ja tatsächlich mal. Also, was heißt wir? Mitgefangen, mitgehangen, ihr müsst mit. Ich werde da mal mich wieder mit einem Wolf anlegen, weil das ist ja das Frustigste für mich von allem. Das andere ist. Kein Problem. Dann werde ich mal mich mit einem Wolf anlegen. Mal gucken, wie das dann läuft. Ob ich tatsächlich irgendeinen Unterschied merke. Und der Unterschied wird dahingehend zu merken sein, dass ich vielleicht weniger fluch. Na komm. Dir kann ich jetzt doch nicht widerstehen. War das jetzt ein Growth? Tatsache, der klang ja ganz komisch. Sag mal. Nee, du wirfst jetzt kein Flüchi raus. Natürlich nicht. Sickle. Growth.
Grove wäre natürlich jetzt praktisch, um nach den Wölfen zu sehen. Aber der klang ja richtig weit weg. Aber ich kann nicht wirklich zuordnen, wo. Normalerweise finde ich das gar nicht mal so schwierig. Aber es sagt mir echt null, wo das jetzt war. Wahrscheinlich hinter der Mauer. Okay, hier ist schon mal nix. Ich renne mal so lang rum, bis irgendeiner plärrt, wo der Grove ist. So, Hideaway, ja. Okay. Okay, hier ist nix. D6. D6. Ah, da oben. Okay. Dann. Ich kann doch mit Pulse Water müsste es. Nee. Oder? Doch, Pulse Water müsste es sein. Genau. Hier hoch. D2. okay, das war jetzt ungünstig. Und es sieht auch nicht aus, als wäre es hier oben. Hier ist es nicht. Ach, der läuft von mir weg, das ist blöd. Vor allen Dingen hier auf der Klippe. Na, Stingi.
renne jetzt noch zu dem Reisepunkt. Beziehungsweise zu Rindy Runes. Wenn er mich schon verkehrt schickt, dann muss er auch ein kurzes Stückelchen warten. Okay, da ist doch... Und hier ist nichts. Okay, gut. Dann wird er tatsächlich den Grove gefunden haben. Ich war jetzt so... Meh. Ich guck jetzt erst noch. D2... Achso, Stadtrand. Ich hab immer noch Outskirts im Kopf. Genauso wie Pulsewater. Ich meine, pulsierend kann man dann gerade noch so, ne, sich denken, was ist. Die 2. Ach, hier. Okay, da ist es wahrscheinlich eher nicht. The Grove. Aber naja, egal. Wir rennen jetzt trotzdem mal dahin. Der denkt sich sonst auch, das nächste Mal erzähle ich gar keinem, was ich was gefunden habe und hack mir den Scheiß selber weg. Es sei denn, es ist ein großer Baum, dann ist egal. Achso, du. Ich dachte, da wären wie ein anderer Käfer. Das ist, muss auch jemand Neues sein, wenn er sagt, Wood. Gut, ich sehe es halt nicht wirklich, weil Wood ist ein Allzweckwort, oder? Also hier ist es auch nicht. Dann kann es eigentlich nur noch da unten sein. Hunden. Da unten. Da drunten. Würde ich doch glatt weg sagen, dass es dann ganz da hinten bei Stadow Garden ist. Huh? So wahnsinnig viele Stellen haben wir ja nicht. Es sei denn natürlich, durch das Update ist es, ne? Freude! Jetzt hör auf zu unken, Mensch! Was alles tut die hier? Ach, mit Wood meinte derjenige wahrscheinlich Wald, ne? Also nicht nur Holz, sondern tatsächlich Wald. Ich weiß gar nicht, ist Wood die englische, der englische Ausdruck für Wald und Forest ist der amerikanische? Oder weiß ich gar nicht mehr. So. Dann würde ich doch glattweg sagen, ich gehe mal ein bisschen Wölfe ärgern.
Day 2 soll der Grove gewesen sein. Echt jetzt? Hier? Ja, da, okay, da oben auf der Plattform, ne? Also wäre es doch zum Wölfe-Ärgern gewesen. Gut, dann hau ich mal jetzt hier irgendeinen Käse weg. Nur um zu sehen, ob ich irgendwo so einen dicken Wolf entdecke. Ich hätte auch das Holz mitnehmen können, ne? Warum habe ich das nicht mitgenommen? Habe ich das nicht gesehen oder was? Achso, ja, nee, habe ich nicht. Was? 15 Meter? Was? Hä? Ah, okay. Ja, guck mal da an, die Elka ist online. Ich hab ja... Nee, Quatsch, ich hab Kompass dabei. Kein Jagdhorn. Nevermind. Vergiss es, vergiss es. Okay. Ich habe ihn gehört. Hab nur keine Ahnung, wo er hin ist. Nachzügler. Ach, Scheiße.
Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das irgendwie nicht gut kann? Majestätisches Sonnenlicht. Weißt du was? Ich gehe mal ein bisschen Geld verdienen. Und dann kann ich mir vielleicht schon doch noch morgen so ein cooles Gewächshaus leisten. Ja gut, sagen wir mal so, wenn ich meine ganzen Edelsteine rausschmeiße, dann hätte ich auf jeden Fall die Knete. Vielleicht muss, ich weiß nicht, muss das muss dann auch gebaut werden wahrscheinlich, ne? So wie die Pavillons. Ups. Ich glaube, ich werde dieses Grundstück anbieten zum Besuchen, weil ich bin die ganze Zeit draußen unterwegs. Die meisten wissen gar nicht, wie es da drin aussieht, ne? Oder haben schon längst vergessen. Wir sind ja alte Leute, ne? Das ist so lang her. Davon haben wir genug. Obwohl, ich könnte doch welche bauen. Da haben wir genug. Das ist wichtiger. So, jetzt muss ich aufpassen.
Ja, warte mal. Beides. Ich habe eben schwer überlegen müssen, wie ich das mit dem Wasserzufuhr mache, aber ja, ist ja nicht so, als würde der Baum dem hier jede Menge wegziehen, aber trotzdem mache ich jetzt hier zwei Tomaten hin. Immer voll. Wo haben wir denn? 9. Kann ich mir Zeit lassen mit dem Gießen. Gut. Ach, Dünger habe ich gar nicht genommen. Doch, habe ich. Hä? Warum nur so wenig? Nee, habe ich nicht. Das habe ich aus Versehen wieder rausgedrückt beim Dinge tun. Gut, das nehmen wir mit. Klünk. So. Gucken wir mal hier, ob wir das hier so irgendwo freischalten kann. Ach, guck mal, da ist Server. Moment. Jelka. Scheint auch zu Hause zu sein, oder? Guck mal da. Aber das mit dem Freischalten. Ist das hier irgendwo drin? Berechtigungen? Okay. Das mit dem Freischalten für dieses Event habe ich noch nicht verstanden. Muss ich, glaube ich, nochmal nachlesen. Also, Hausbesichtigung, Shop. Okay, Namensschilder. Oh, da sind aber auch VW-Zeug. Ah, richtig viel. Cool. Es ist schon nett, ne? Aber ganz ehrlich, wenn jeder sowas hat, dann ist es für mich schon wieder nicht interessant. Ich bin so ein Sack. Gespeicherte Outfits. Wie mache ich das? Das, was ich jetzt gerade anhabe, würde ich jetzt gerne hier rein dingsen. Gehen wir mal. Ach, wenn man die verkehrte nimmt. So. Ach du Schande. Was alles für Zeug gibt?
So, Outfit speichern. Haben wir das gespeichert? Wo ist denn die? Das war, glaube ich, die. Ja, Kadett. Genau. Die Kadettenhose. Da hatte ich, glaube ich, rot an. Und bin mit der. Nee, ich hatte, glaube ich, grün an und bin mit der weißen Jacke durch die Gegend gefegt. Kadett, 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 Kadett. Nee, nicht im Besitz. Ich muss doch nur gucken, die ich in Besitz habe. Ich dab es. Wo ist denn das? Hä? Ist das da unten irgendwo? Muss ich nur gucken, ob irgendeins frei ist. Gott. Was sind denn das? Ich find nix. War relativ weit unten. Also, sagen wir mal so, es müsste da eigentlich ran von der Logik her oben sein, damit man nicht ewig suchen muss. Das wäre ja schon schön. Andererseits ist es natürlich ganz gut, wenn man ab und zu mal nochmal durchguckt, ne, und die Leute dann denken, oh geil, hätte ich auch gern. Aber es scheint tatsächlich, ist hier oben irgendwo. Ich bin aber so doof, das zu sehen, oder was? Es ist auch nicht alphabetisch, obwohl kann man das bestimmt. Ne. Da ist es doch, Menschenskinder. Das war mein Hochzeitskleid, ne? Mein Hochzeitsanzug war das. Und mehr habe ich auch, glaub, gar nicht, ne? Das dort. Obwohl. Hab ich das? Echt jetzt? Wusste ich gar nicht. Interessant. Oh. Okay. Okay, die Schuhe sind cool. Ich weiß nicht, das passt von der Farbe her gar nicht. Weiß finde ich eigentlich ganz geil, aber das ist mir zu kurz. Da habe ich irgendwie. Ich weiß, es würde nicht passieren, aber es sieht aus, als müsste man sich was drunter ziehen. Halber nackig durch die Gegend renne. Oh, okay. Das sind krasse Hosen. Ich habe so gar keinen Arsch da drin, aber egal. Oh, das ist auch schick. Ah, so eine Baggy-Hose finde ich eigentlich ganz nice. Da ist aber keine dabei, ne? Die sind alle so ein bisschen arscheng. Und das sieht aus, als hätte ich die Oberschlappe an. Hm, okay. Ne, wenn dann eher dunkel. Oder ganz weiß, ja, Tatsache. Aber die Schlappen sind doof. Die Schlapfen sind dann doof. Das passt jetzt auch nicht wirklich. Weiß ich nicht. Oh, okay. Das ist eine schöne Kombi. Ja, das hat was irgendwie. Also irgendwie ja, ne? Das gefällt mir. Das mag ich. Also, ja, doch. Gibt's eigentlich hier irgendwas frei? Ja, die Bärte tatsächlich sind frei. Ist ja krass. Was ist das? Aha, okay. Nice. Schön. Finde ich nett. Nee, nicht beide. So.
Mützen selbstverständlich keine, ist auch in Ordnung. Gut, das ziehe ich jetzt wirklich nicht an, das ist also bei aller Liebe, nein. Ich sehe da keinen Unterschied, ehrlich gesagt. Das schon. Ach, ganz minimal. Ne. Da sind die Elefantchen. So witzig. Ich finde das witzig. Das ist ja nett. Dann sollen wir mal wieder die Switch anziehen, hä? Das ist schon ewig nicht mehr gehabt. Gut. So, wenn man sich jetzt hier umsieht. Gespeichert. Oh. Werkzeugskins brauche ich nicht, Namensschilder habe ich nicht, Haustiere. Ah, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Ja, doch, gefällt mir. Gefällt mir. Moggy. Moggy. So viel zu, ich ziehe mich nicht so oft um. Ja, einmal im Jahr. Einmal im Jahr muss sein, ne? Gehe ich mal in die LK besuchen. So, ihr Leute. Sie hat mal eine Zeit lang das Spiel auch gestreamt. Guckt auf YouTube. Ich habe sie bei mir verlinkt. Ich habe sie abonniert. Gerne mal gucken gehen. Hey. So. Und ich gehe da mal kurz in Discord. Vielleicht hat sie ja Bock zu reden.